Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Whispered World. Heute etwas verspätet, aber sie kommt und ich habe auch einen Gast bei mir sitzen. Sag mal Hallo. Hallo. Und der hilft mir beim Rätseln, hoffentlich. Genau, wir haben hier dieses Uhrenrätsel, wo ich versucht habe, die Uhr auf 12:30 zu stellen. Also passt auf, es sieht so aus. Hier habe ich diesen Zeiger eingesetzt. Da. Mhm. Und da steht's auf 2. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich habe das schon beides ausprobiert. Das ist halb. Wäre ja eigentlich 12:30. Keine Ahnung, ne? Ich will ja 12:30. Hier in der Mitte ist so ein Knopf, den ich dann, denke ich mal, drücken muss. So, Stundenzeiger. Ach, ist das fummelig. Ich stelle den jetzt mal auf 12. Aber dann wäre es ja 12:30, oder? Ja. Ja, aber das bringt ja nichts. Wir brauchen ja 12:30. Kannst du nicht erst den Minutenzeiger stellen? Ach, funktioniert doch. Jetzt brennt. Das ist doch 11:30. Nö, was war das jetzt? Jetzt leuchtet hier der Strahl auf die Zettel, oder? Ja. Ja, und jetzt? Jetzt? Kannst dich nicht zu den Zettel? Ach, jetzt bewegt sich Spot. Nee, das will ich ja nicht. Doch, jetzt. Ich habe gerade Spot ausgesehen. Also das, dieses kleine Raubentier da. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Da steht eine kurze Nachricht drauf. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Ja, das weiß ich auch nicht. Haben wir das jetzt? Haben wir den Zettel? Nee. Das Licht fällt genau auf... Da steht einem Hä? Was soll... Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun? Kannst du damit was anfangen? Nein. Ja. Hast du schon einen schlafenden Riesen getroffen? Nee. Ein Stein? Ist das ein schlafender Riesen? Ah, doch, vielleicht schon, weil... Das muss Magie sein oder Übermüdung. Ach so, Moment. Weil die Steine, die da draußen sind, die sprechenden Steine, die haben mich nämlich gebeten, also sie haben es danach wieder abgelehnt, sie wollen die Weltherrschaft an sich reißen, musst du wissen. Ja. Und dazu müssen sie sich aber bewegen. Und dann habe ich ihnen angeboten, ich könnte sie ja tragen. Das haben sie bisher aber abgelehnt. Aber dann könnte ich sie ja irgendwo anders hintragen und dann hätte ich einem schlafenden Riesen einen Gefallen getan, oder? Wenn das so funktioniert. Ich weiß es nicht. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Aber Shana ist die Schamanin, ne? Gut, wir haben es jetzt ja auf 12:30 gestellt. Wann kann man Shana noch gleich antreffen? Jedenfalls nicht um 12:30. Richtig? Richtig. Und was passiert um 12:30? So ungeduldig. Warte doch, bis es 12:30 ist. Typisch Beinwesen. Können einfach nicht ihre Beine stillhalten. Okay, also bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind doch, Steine. Wir laufen schon nicht weg. Kann man mit dem auch reden oder nur mit beiden? Hallo, ihr zwei. Ingo, der Clown. Du. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Wir müssen jetzt irgendeinem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Ich zeig dir noch kurz das Inventar. Wir haben Bomben, wir haben ein Gebiss, eine Schatulle, einen Kescher, einen Kompass, eine Karte. Kompass und Karte brauchen wir aber eigentlich nur, damit wir uns nicht verlaufen. Hm. Eine Mütze, ein Messer, eine Schaufel, Schildkröten und Steinpulver. Steinpulver, ich weiß noch nicht genau, das haben die Steine uns gegeben, um ihre Herrschaft in die Welt zu tragen, aber ich weiß noch nicht genau, was wir damit... Vielleicht müssen wir auch das Steinpulver irgendwo hin tun. Ich weiß nur nicht, wohin. So. Da ist auch noch ein Stein. Kann der auch reden? Der kann nicht reden, nee. Mit dem habe ich hier das geöffnet, dieses Tor da. In dem ich da sowas reingemacht habe. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ich habe nämlich eine Idee. Da war nämlich auf der einen Karte... Ruin, nee. Ruin, nee. Höhle. Da ist nämlich so eine gruselige Höhle mit so einem Spinnennetz. Da hinten. Und hier ist so eine Opferschale. Vielleicht können wir in die Schüssel... Ja, dieses Steinpulver reintun. Ich weiß es nicht. Probieren kann man es ja mal. Die ist bereits aus Stein. Ach, damit kann man irgendwas in Stein verwandeln. So eine Frage, was wollen wir in Stein verwandeln?
Vielleicht irgendwas im Inventar? Ein Gebiss? Eher nicht. Eher nicht? Nee. Nehmen Sie dreimal täglich Steinpulver, damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Hm? Oh Mann. Keine Ahnung. Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Ah, hat es jetzt gemacht? Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Ah, sie ist aus Stein. Was machen wir jetzt mit der Steinmütze? Den Stein geben, oder? Du hast ja doch von Ben hat er gesagt. Kannst du die Ben zurückbringen? Lieber nicht, das wird ihm ja nicht gefallen, dass wir die Steinmütze zu Stein gemacht haben. Was machen wir denn jetzt damit? Vielleicht dem Stein geben, vielleicht gefällt das ihm ja. Könnte ja sein, oder? Stein mit Steinmütze? Wäre doch fancy. Ich weiß nicht, was es mit dem schlafenden Riesen zu tun hat. Ja, die Steine könnten ja schlafende Riesen sein, weißt du, ich meine? Aber sie sind nicht gerade groß. Das stimmt. Probieren könnten wir es ja mal. Schlafender Riese, natürlich, Bruno, das Zugtier von unserem Wagen. Was hast du dafür etwa unser Steinpulver verschwendet? Verdammt. Wofür? Wofür denn bloß? Für eine Clownsmütze. Eine ordinäre, alberne Clownsmütze. Oh, ist es so eine mit Bommeln obendran? Das tut doch jetzt nicht zur Sache. Er hat unseren Plan zunichte gemacht. Jetzt müssen wir noch einmal ganz von vorne beginnen. Oh je. Es hat mich allein 15 Jahre gekostet, das Fläschchen zu verkorken. Oh Mann, die Armen. Okay, die wollen wohl nix. Hier, ich zeig dir, was ich meine mit schlafender Riese. Und zwar, Sedwick ist ja in einem Zirkus, ne? Mhm. Mit seinem fiesen Bruder, glaube ich, und seinem senilen Opa. Okay. Und die sind hier bei dem... Ne, wo? Da. Und das hier ist, der jongliert, das ist der fiese Bruder Ben. Bruder oder Vater, ich raff das nie so ganz. Ich glaube, es ist der Bruder. Das ist der Opa. Und hier ist nämlich das Zugtier von dem Wagen, Bruno. Das sieht aus wie ein schlafender Riese. Ne? Ja. Ist nur die Frage. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Andererseits, vielleicht ist auch diese Welt hier sein Albtraum. Also die Frage ist halt, wie können wir dem jetzt helfen? Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. Also wir müssen den Bruder ablenken, damit wir an den Schlafen riesen können. Wahrscheinlich. Ich habe das schon mal gemacht. Können wir ihm die Kapuze aufsetzen? Die Steinmütze? Ja. Nee, es gab da schon mal so eine Möglichkeit. Ist Asgil gibt es scheinbar. Das ist sowas wie Orks oder keine Ahnung. Okay. Und der hat vor nichts Angst hier, der Ben. Hallo. Worum geht's? Und zwar, ach, ich hatte mir das doch aufgeschrieben. Ich hab bestimmt wieder übereilig weggeschmissen. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht, voll blöd. Ich hatte mir das extra nochmal notiert aus deinem Let's Play. Es gab nämlich ein paar Sachen, vor denen er Angst hatte. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Weil die ganzen... Ja, Asgil, genau. Aber das ist jetzt auch wieder so eine Art Rätsel. Auch nicht vor den Asgil. Asgil? Was soll denn das sein? So, jetzt müssen wir denen halt irgendwas erzählen, was... Ich glaube, Krallen fand der gruselig. Riesen Tentakel ist immer gut. Habe ich aber auch schon probiert. Aber vorher hatte der nämlich die Option, gibt es leider nicht mehr, hatte der schon irgendwas erzählt von wegen, die haben ja nicht mal Krallen oder sowas. Und darum muss ich jetzt versuchen, immer das zu sagen, was er vorher... Ja, dann grauenvolle Krallen. Die Asgil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Sie haben... Also Krallen haben wir schon mal. Zwei Köpfe war dann, glaube ich, jetzt. Ja. Sie haben zwei Köpfe. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Langsam formt sich ein Gesamtbild. Okay. Jetzt
aber ich vergessen die scharfen Zähne, glaube ich. Hätte ich mir das mal... Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Kiefer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Oh, diese Askiel scheinen wirklich schreckliche Kreaturen zu sein. Ich muss zugeben, dass ich denen lieber nicht im Dunkeln begegnen würde. Kannst du es mit der Uhr vielleicht dunkel machen, dass er Angst hat und reingeht? Im Dunkeln? Er hat gesagt, er will ihnen nicht im Dunkeln begegnen. Ist halt die Frage, wann ist es dunkel? Du willst mir wirklich weiter... Naja, außer vielleicht vor diesen Askiel. Oh, diese schrecklichen zweiköpfigen Ungetüme mit ihren scharfen Zähnen und ihren grauenvollen Krallen. Mir wird ganz anders, wenn ich nur an sie denke. Oh. Okay, vielleicht müssen wir uns auch als Askiel verkleiden. Na, wie das? Keine Ahnung. Gibt es etwas zu tun? Habe ich es dir nicht schon gesagt? Am besten, du probst als nächstes da oder du guckst vielleicht... Dann mache ich lieber... Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Den ja dazu bringen, ist auch nicht. Wir haben Messer. Wir haben spitze Zähne. Ja, versuch mal, die Zähne mit dem Messer zu bearbeiten. Geht das? Ah, das ist eine Idee. Ups. Opa hat sie aus einer Eiche geschnitzt. Im Frühling muss man darum hier und da ein paar Triebe stutzen. Aber jetzt im Herbst ist alles okay. Besonders, wenn man gerne Eicheln isst. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Spitze Zähne, das wäre eigentlich schon was. Also, können wir das irgendwie... Ich könnte ja mal wild rumprobieren zu kombinieren. Das sollte ich lieber nicht verbuddeln. Das brauche ich noch. Keine Ahnung. Was haben wir denn noch so? Wenn es sich mit dem Messer geht, dann ist es blöd. Stimmt. Ob da wohl auch Steinpulver im Spiel war? Also wir müssen dem Bruno hier irgendwie einen Gefallen tun, nehme ich an. Die Frage ist nur, wie? Irgendeine Idee? Es gibt hier noch diese komische... Kann ich mit ihm reden? Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Vielleicht könnten wir ihn befreien oder so? Vielleicht können wir ihn mit dem Messer freischneiden, aber es bringt auch nichts, oder? Nicht das Zugtier mit dem Messer. Tu mir einen Gefallen, erlöse ihn von seinem Schmerz. Lass Bruno in Ruhe! Im Gegensatz zu dir hat... Wir müssen den Bruder auf jeden Fall ablenken. Okay, ja, wir müssen ihn irgendwie wegkriegen. Wenn wir also hier... Ich weiß auch nicht. Ich nehme an, wir müssen uns verkleiden, oder? Wahrscheinlich. Aber wie macht man sich zwei Köpfe? Spitzen Zähne, das verstehe ich nicht. Krallen? Das hat auf jeden Fall schon mal zwei Köpfe. Diese Schildkröte da. Kannst du das Gebiss mit der Schildkröte kombinieren? Ich klicke auf falsch. Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Leider hält es noch nicht zusammen. Ich bräuchte eine Art Klebstoff. Ich weiß auch, woher den Klebstoff kriegen. Da ist nämlich Harz an dem Baum. Nur für das Harz habe ich noch kein Gefäß. Blöderweise. Das heißt, wir brauchen jetzt noch irgendwoher ein Gefäß. Es sei denn, ich gehe mal dahin. Vielleicht fällt dir was ein. Ich Kapsele. Ich versuch's. Jetzt bin ich auch dran gestoßen. wo war denn das? Baum. Ist das nicht schön hier? Oh. Guck, hier ist Harz. Kannst du nicht gleich das Harz auf die Zähne schmieren? Auf die Zähne? Nee. Nee. Ich glaub nicht. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber erst einmal müsste ich das Harz vom Baum abbekommen. Mit dem Messer Harz vom Baum abbekommen? Das habe ich auch schon probiert, das geht leider auch nicht. Weil dann sagt er... Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Ich brauche eine Art Gefäß. Die Schatulle ist wahrscheinlich auch nicht geeignet dafür, oder? Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Ich bräuchte ein besseres Gefäß. Ein besseres Gefäß. Aber wir haben ja kein besseres Gefäß, oder?
Die Steinmütze? Nee, die brauchen wir bestimmt für irgendwas Besonderes, oder? Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Vielleicht kann man die Schüssel da von dem Stein wegnehmen. Wo ich vorhin das Stein probiere. Ach, ja. Aber ich glaube nicht. Mal gucken können. Ah, ich glaube, ich muss niesen. Ach, und das kriegt er, glaube ich, da nicht ab, weil die fest ist oder so, war das irgendwie. Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Aber ich glaube, das ist schon unser... Mit einer Bombe? Das habe ich auch schon probiert. Dann sagt er Folgendes. Moment. Ich werde bestimmt nicht rumlaufen und fremde Kultstätten zerbomben. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Das heißt, das ist keine gute Idee. Mit dem Messer auch nicht. Messer. Mit der Schaufel? Das habe ich mit der Schaufel, glaube ich, auch schon probiert. Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem ich meine Sachen wahllos fremden Gottheiten opfere. Das habe ich oft genug ausprobiert. Ich werde meine Probleme bestimmt... Das habe ich okay. oft genug... Okay, ist ja gut. Ein Zähn? Zähn? Ja, ich weiß ja nicht. Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Mist, wie kriegen wir die denn da weg? Irgendwie, ich glaube, das ist der einzige Weg, um mit einem Gefäß dran zu kommen. Was ist denn das neben der Karte? Mhm, das da. Rechts. Kescher. Ah, okay, nee, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ja nicht. Kann man in die Höhle reingehen? Ja, kann man. Da sind so komische Pilze, zeig ich dir mal. Was sind immer gut Pilze? So Pupspilze. Die machen so... Was? Kannst du die mitnehmen? Die pupsen gerade gar nicht. Warum? Doch, jetzt. Mit, die kann ich aber nicht mitnehmen. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Kannst du Spinnennetz mitnehmen? Nee, das Spinnennetz kann ich auch nicht kaputt machen. Das ist ein weiteres Problem. Ich dachte, ich könnte es mit dem Messer mal machen, aber das geht nicht. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Okay. Und zwar... Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Hm. Und da habe ich dann gedacht, man könnte es vielleicht abbrennen, weil... Es gibt nämlich so komische Feuerfliegen. Okay. Aber für die Feuerfliegenfalle bräuchte ich einen Köder und den Köder habe ich nicht. Ich könnte. Kannst du nicht eine Raupe als Köder verwenden? Das habe ich auch schon versucht. Meine arme Raupe. Nee, aber genau. Ich könnte höchstens vielleicht hier am Ufer nach Ködern graben. Ich habe ja eine Schaufel, vielleicht geht das ja, keine Ahnung. Ich sollte die Sachen, die ich mit mir rumtrage, lieber nicht nass machen. Ich will ungern an einer Blasenentzündung sterben. Ich nutze jetzt mal die Hotspots, das mache ich immer, wenn ich nicht weiterkomme. Was ist da oben? Das ist die Insel, da kann ich aber nur gucken, da oben ist irgendein Haus. Und kannst du nicht irgendwas keschern aus dem See? Ja, gut, ich versuch's nochmal. Eigentlich habe ich das schon mal gemacht. Ein Fisch reicht fürs Erste. Ja, tja. Oh, das sieht so richtig traurig aus. Ja, oh. Eine Runde Mitleid. Das ist immer Depri, voll der Emo-Clown. Wir waren bei der Höhle. Vielleicht kann man bei den Ruinen irgendwo nach Ködern graben. Guck mal hier, Hotspot-mäßig. Nee. Statue, Zunge. Vielleicht bei den Steinen irgendwie. Weil für diese Fliegenfalle mit den Feuerfliegen bräuchte man halt irgendwie so einen Köder. Ja, geh nur mal in die Hütte rein. Vielleicht ist da dann was. In die Hütte von der Schamanin. Okay. Da muss man von hinten reingehen, sonst kommt man da nicht. Ach so. Da muss der Fall nach unten. Gewinn. Bing. So. Aber hier ist ja auch nichts großartig mehr. Ach so, das sind vier verschiedene Zettel, je nach Uhrzeit. Meinst du? Könnte sein. Ach, du meinst, dass es so eine Art Quest ist, dass ich das dann alles erledigen muss? Kann sein. Verstell mal noch die Uhr ein paar Mal. Mal gucken, ich glaube was aber, rauskommt.
Ja, aber ich habe ja schon verschiedene. Ich nehme an, dass ich das eins nach dem anderen machen muss. Also der Minutenzeiger bleibt immer fester. Ne, den kann ich auch verstellen. Passiert ja nichts. Können wir den Minutenzeiger auf 12 und dann die Uhr auf auch auf 12. Und dann stellen wir den Minutenzeiger auf. Hä? Wieso beides auf 12? Ja, weil dann wir halb haben. Vorhin haben wir auch nur nicht halb eins gehabt, oder? Ja, du meinst. Ah! Das ist so fummelig. Komm her! Stundenzeiger. Ich kann den. Doch. Jetzt haben. So. Ja, genau 12. Jetzt stellen wir den Minutenzeiger auf halb. Mal gucken, ob sich der Stundenzeiger bewegt. Nein, der bewegt sich nicht. Nee, bewegt sich nicht. Das bringt nichts. Oh, ja, das war halt das mit dem. Genau, mit dem. Ich denke mal, dass wir das erst machen müssen und danach dann eine andere Uhrzeit irgendwie kriegen. Weißt du, dass die dann sagen, hier wird es nicht um 5:30 oder keine Ahnung. Da müssen wir 5:30 einstellen und dann kriegen wir den nächsten Hinweis. Und dann ist nichts mehr in der Hütte. Der Sessel? Der Sessel, aber damit können wir auch nichts anfangen. Ich mache lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel. Am Ende orakelt sie mir noch die Blaupocken an den Hals. Ja. Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Okay, öffne die Tür. Öffne sie. Faules Stück. Tja. Keine Ahnung. ratlos. Ja, das ist schwierig. Hier ist auch nichts. Dann. Die Frage, ob ich irgendwo noch Köder finde, oder? Also was sind denn jetzt unsere Grundprobleme eigentlich? Wir brauchen das Harz. Ja, kein Gefäß fürs Harz. Kein Gefäß fürs Harz. Wir kommen nicht durch Spinnennetz durch. Wo kriegen wir denn jetzt ein Gefäß? Mal dahin nochmal. Man kann auch hier die Wohnwagen betreten. Ach so, mach das mal. Aber da habe ich, glaube ich, auch schon. Da ist noch so ein komisches Stromkabel, aber da weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Dem will er sich auch nicht nähern. Oh, was habe ich hier? Eine Schublade, die ist ja noch gar nicht geöffnet. Bitte. Ja, und jetzt? Guck mal rein. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Ah, ein Zettel. Lies an. Da. Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? 5 Uhr aufstehen, 5.30 Uhr Probe beginnen bei Sonnenaufgang. Ah. Um 7 Uhr Spot füttern, 7.30 Uhr Publikum suchen, 10 Uhr Kanonenrottrick proben, 12.15 Uhr Bruno waschen. Ach, Bruno waschen? Ja. 16.30 Uhr Wohnwagen aufräumen, 19 Uhr Gülps-Alphabet proben, 21.30 Uhr schlafen gehen. Bruno waschen. Wir haben einen Lappen, glaube ich. Nein. Nee. Aber einen waschen super. Ist halt die Frage, wie wir. Oh, mit der Kleidung. Aber das erlaubt er wieder nicht. Finger weg von der Wäsche! Du machst sie ja doch nur wieder dreckig! Vielleicht kann man vielleicht die dreckig machen, damit wir sie nochmal waschen sollen und dann können wir sie abnehmen. Wie machen wir die dreckig? Mit der Schaufel und der Erde, keine Ahnung. Müssen wir halt irgendwie weglocken. Wir können ihn nicht weglocken, weil wir kein Harz haben. In dem Wohnwagen, was ist da drin? Das ist vom Opa, der Kochwohnwagen quasi. Hier ist auch nicht großartig was. Den Frosch kriegen wir noch nicht raus. Das Kochbuch ist uninteressant. Und irgendwas rausnehmen aus dem Kessel? Autsch, heiß! Okay, Notizen, Rezepte, Augenglas, Flasche. Ah, Flasche. Ja, aber da kommen wir nicht dran. Mit der Schaufel? Das habe ich auch schon probiert, oder mit dem Kescher, aber
Lieber nicht. So ungeschickt wie ich bin, würde ich sie nur umwerfen. Und dann muss ich neues Regenwurmblut beschaffen. Es gibt kaum eine Arbeit, die anstrengender und unappetitlicher ist. Ein Spot kommt auch nicht irgendwie dran. Wenn man Spot hochwirft. Na Spot, willst du etwas Regenwurmblut? Dachte ich mir. Nicht einmal Spot mag Opas Augenschmaus. Und er isst fast alles. Raupen eignen sich deutlich besser als Haustiere. Frösche halten einfach nichts aus. Oh Mann. Ja, eine Kette. Nein, Spot kommt nicht als Fleischeinlage in die Suppe. Da kann Opa noch so oft betteln. Guck hier, dieses komische Feuerfliegending. Ich glaube, das ist so eine Feuerfliege. Mhm. Die würde ich halt gern fangen. Dann hätten wir Feuer, aber... Aber wir wissen, wo die Flasche ist. Da komme ich an die Flasche dran. Ja, ich weiß halt nicht, ob das die Flasche ist, die wir brauchen. Stimmt. Ich wollte ein paar Fragen danach. Wir können mal gucken, ob es eine neue Gesprächsoption gibt. Wahrscheinlich nicht. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Nee. Bis später. Kopf hoch, Ben. Aber... was ich noch gedacht habe, wir haben doch jetzt dieses komische Zettelchen hier, ne? Ja. Vielleicht können wir das ja anzünden an der Kerze. Weiß nicht, was das bringt, aber wir können es ja mal probieren. Verlockend, aber nein. Ben hält mich auch so schon für einen verantwortungslosen Nichtsnutz. Hm? Das hängt bei ihm am Bett für einen Zettel. Das ist die Anleitung für den Kanonentrick. Ach, okay. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au Mann, wie ich diesen Trick hasse. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Ha, ha, ha. Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich... Keine Ahnung, wie wir das machen sollen, aber... Ups. Aber wir haben ja hier diesen Zettel. Vielleicht müssen wir ja auch das hier abarbeiten. Spot habe ich schon gefüttert. Publikum habe ich auch schon gesucht. Da müsste ich jetzt eigentlich den Kanonenrohrtrick proben. Mhm. Aber da ist ja keine Kanone oder so. Also weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Von daher... was können wir denn mit der Kerze machen? Können wir die mitnehmen? Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Was wir mit diesen Rohren da machen können, ist halt auch die Frage. Nein, ich will mit den Dingern nichts zu tun haben. Er will nämlich mit den Dingern nichts zu tun haben. Weil wir haben jetzt für den Kanonenrohrtrick ja im Prinzip sowas wie einen Tropfen. Ja, wir haben die Bomben. Wir haben die Bomben. Wir haben keinen Fallschirm. Ja, wir haben keinen Fallschirm. Ja. Vielleicht den Teppich als Fallschirm? Der Teppich sieht zwar flauschig aus, aber ich fasse ihn lieber nicht an. Ich will nicht nach totem Bär riechen, wenn ich in den Wald gehe. Okay, weiß ich nicht. Ich bin ratlos. Was ist das für eine Falle eigentlich? Das ist die für diese Köderfliegen. Okay. Nee, also der Köder für diese Feuerfliegen, glaube ich. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Genau, Noali-Eier werden als Köder benutzt. Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Du, Opa, haben wir noch Köder für die Feuerdrachenfalle? Leider nein. Ich habe die letzten Noali-Eier für ein Omelett benutzt. Okay. Keine Ahnung, wo wir so Eier herkriegen. Ich weiß es nicht. Okay, tja, viele Ansätze, keine Lösung. Aber die Zeit für die Folge ist eh schon um. Also, würde ich sagen, rätseln wir nächstes Mal weiter. Bis dann. Tschüss.